Hallo sagen Ihre beiden Kommentatoren Frank Buschmann und Mani Breukmann. Gleich geht's los mit dem Spiel. Alle wollen wissen, wie ist der FC Schalke 04 heute drauf? Da wäre er jetzt in Zweikampf. Und es gibt Freistoß gegen Schalke nach diesem Foul. Der geht ins Aus, ins Tor aus, keine Gefahr, nur Abstoß. Klasse Zuspiel. Diese Flanke bringt keine Gefahr. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Bei manchen Ecken wird es gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Jones. Hüntela. Gut abgeblockt die Flanke. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Und Eckball gibt's. Ja, muss das denn wirklich sein? Eine Ecke und sofort wieder der Gegner am Ball. Jetzt greift er den Gegner an. Und Ivan Rakitic. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt's Abstoß vom Kasten. Und Ivan Rakitic. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Und die Schalker holen sich den Ball. Hüntela. Super von oben. Und er faustet den Ball weg. Und der Angriff abgefangen. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Ein Traumpass. Und weiter heißt es aufgepasst. Er trifft. Unglaubliches Tor. Da macht er das Ding rein. Und wo steht er da? Genau richtig. Unglaublich. Also das ist wirklich dieser Instinkt, am richtigen Ort zu sein. FC Schalke 04 hat jetzt die Nase vorn, liegt jetzt in Führung. Und da attackiert er ihn. Und nun Jefferson Fafan. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Und nun Christian Tiffert. Jetzt greift er den Gegner an. Erfolgreicher Zweikampf. Attackiert, er will den Ball. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Damit hast du es. Er kann es, auch aus dieser Distanz. Das hat man gemerkt. Da hat nicht viel gefehlt. Lakic. Was wird er heute bringen, Frank? Das kann schon manchmal frustrierend sein für die Fans, für den Trainer, für die Mitspieler. Das sieht so aus, als würde er gar nicht teilnehmen am Spiel. Aber er weiß genau, wo die Bude steht. Zweites Tor wäre schön gewesen. Aber da ist er wieder, der Konjunktiv. Ja, weil da ein Torhüter hinten drin steht, der seinen Job richtig gut macht. Er greift ihn hartnäckig an. Ja, da hat er sofort auf Freistoß entschieden. Und den gibt's gegen Schalke.
Raul. Hünteler. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Kirch. Lakic. Da springt er wie ein Springbock. Und die Grätsche geht ins Leere. Und die Schalker holen sich den Ball. Hünteler. Er grätscht hinein. Der Schiri lässt es laufen, das Spiel. Er greift ihn hartnäckig an. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Kriegt er keine Karte, aber ein paar ernste Worte. Ja, das finde ich ja ganz gut, wenn der Schiedsrichter da auch mal diese Möglichkeit nutzt, mit den Spielern zu sprechen. Kirch. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Er kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Spitzen, da liegt er. Jetzt und der ist drin. Ein solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht alle Tage. Guck dir das an. Unfassbare Technik. Klasse. Nemetz. Da geht. Foul und damit die Entscheidung. Freistoß gegen Schalke. Oh, da liegt er am Boden und er steht nicht auf. Das scheint weh zu tun. Gelbe Karte für die Blauen. Für die Schalker nimmt. Und das bedeutet etwas mehr Zurückhaltung. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Florian Dick. Lakic. Pass in der Abseitsentscheidung korrekt. Da geht er in den Gegner rein. Und es gibt Freistoß gegen Schalke nach diesem Foul. Lakic. Und da grätscht er in den Gegner hinein. Ja, da hat er sofort auf Freistoß entschieden und den gibt's gegen Schalke. Ja, der Junge ist schlau. Er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Hünteler. Schöne Flanke. Tja, die sollte bananenmäßig werden, die Flanke. War aber leider nur Fallhof. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Foul und damit die Entscheidung. Freistoß gegen Schalke. Blau und Weiß, wie liebe ich dich. Aber Gelb lieben sie nicht so sehr. Trotzdem sehen sie es jetzt, die Schalker. Ja, und völlig zu Recht. Und er muss ihn jetzt zurückhalten. Und nun Christian Tiffert. Pausenführung für Königsblau. Schalke liegt vorn. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit ab. Nemetz. Und nun Christian Tiffert. Und Ivan Rakitic. Da bearbeitet er den Gegner. Kirch. Attacke auf den Gegner. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Und da attackiert er ihn. Das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Da springt er hoch und der Gegner grätscht ins Leere. Ja, perfekt gemacht. Wohl dem, der über ein gutes Auge verfügt. Nemetz. Für mich war das ein klares Foul. Und aufgepasst, er hatte vorher schon die gelbe Karte. Zweimal gelb macht gelb-rot. Und das ist sowas von überflüssig.
Da ging's ja zu wie bei der Holzauktion. Unglaublich, wie die hier zur Sache gehen. Lakic. Mein Gott, das kannst du doch auch laufen lassen. Ja, er zerpfeift dieses Spiel förmlich. Das ist zu kleinlich. Die zweite gelbe Karte, er muss runter. Ja, und damit schadet er seiner Mannschaft. Jetzt wird's noch mal kribbelig. Jetzt nimmt er die taktische Veränderung vor. Jetzt wechselt er einen frischen Spieler ein. Und Achtung, Frank, das war knapp. Einen Tick niedriger angesetzt, den Ball. Und der wäre mit Sicherheit drin gewesen. Lukas Schmitz. Hünteler. Und nun Jefferson Fafan. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Das ist die Möglichkeit für einen Kopf. Und es gibt Freistoß gegen Schalke nach diesem Foul. Sie sehen lieber blau und weiß, aber jetzt gibt's gelb für die Mannen von Schalke 04. Ja, und er wird sich jetzt zurücknehmen. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Er ist in Straucheln gekommen, aber er bleibt auf dem Ball. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Gelbe Karte für die Blauen. Für die Schalker nämlich. Und das bedeutet etwas mehr Zurückhaltung. Das wird ganz. Da fehlte wirklich nicht viel. Er hat es alleine versucht, aber er ist gescheitert. Das muss doch Elfmeter geben und es gibt Elfmeter. Viel mehr Platz zum Spiel, noch ein Platzverweis, meine Güte. Und Elfmeter, also schlimmer kann es eigentlich nicht laufen. So kühl, so überlegt. Ein wunderbarer Elfmeterschütze. Ja, einfach geguckt, was der Torhüter macht. Ausgeguckt, sagt man da wohl. Toller Pass. Ja! Auch so kann man sich befreien. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Lakic. Das muss es sein! Der bleibt stehen, der will nicht zu Boden gehen. Er attackiert, er will den Ball. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Attacke mit Grätsche. Vorsicht! Die Abwehr ist ganz konzentriert, keine Gefahr. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Da wähle er jetzt. Tja, in einer Kategorie haben sie heute gewonnen. Tja, aber doof. Bei den Karten, Manni. Und wenn man so undiszipliniert spielt, dann gewinnt man keinen Pfifferling. Jetzt holt er sich die zweite gelbe Karte ab und wir alle wissen, was das heißt. Platzverweis und das völlig überflüssigerweise.